Hey und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Sims Mobile. Meine Stimme stirbt schon ein bisschen und ihr seht, die Wiege ist leer. Noch. Und jetzt wird hier das nächste kommen. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Ich habe jetzt schon zwei Namen bereit. Und es ist ein Junge. Yes, ich wollte unbedingt einen haben. Jetzt müssen wir das Zimmer umdesignen, aber egal. So, das wird auf jeden Fall nicht Markus, sondern wir nennen ihn Jonathan. So. Genau. Machen wir auf fertig. Und jetzt können wir hier ein Familienereignis mit ihm machen. Ich hoffe, er bekommt die Haarfarbe seines Vaters. Luisa, muss ich jetzt mal suchen gehen. Da. Da haben wir sie. Das ist sie geworden, die Süße. Hat die Haarfarbe der Mutter geerbt. Und wir werden sie auf jeden Fall weiterspielen. Und Jonathan dann auch, wenn Rosalie und Isaiah dann in Rente gehen, irgendwann. Kann ich sie anklicken? Nein, kann ich nicht. Das heißt, wir werden erstmal den Wonneproppen-Ereignis, das werden wir erstmal abschließen. Und dann werden wir mal gucken, was für ein anderes Outfit sie hat. Ich finde echt schade, dass man hier Outfit und so nicht bestimmen kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ist. Wenn wir jetzt den Platz hier frei hätten und nicht ihn hier hätten. Ob wir dann das Kind schon befördern können. Ich glaube nämlich nicht. Das kommt, glaube ich, erst, wenn die erwachsen sind. Nee. Sonst steht hier nämlich eigentlich befördern. Ey, die sieht ja voll motiviert aus, oder? Naja, was soll's. Zurück zum Spiel. Und wenn die dann erwachsen werden, kann man die dann befördern, soweit ich weiß. Dass man mit denen spielen kann. Und dann möchte ich das bei den beiden mal ausprobieren, wie das ist. Jetzt können wir nur noch die einen Strom kosten, ne? Wie das dann ist mit den Merkmalen, die sie jetzt bekommen. Ja, ihr hört das jetzt nicht, aber sie singt genau dasselbe Lied, wenn sie, oder wie wenn sie Geburtstagslieder singt. Das ist sehr interessant. Man hört den Ton leider nicht, ich habe alles probiert. Ich werde jetzt immer Musik hinterlegen, aber das geht ja auch, ne? So. So spannend ist die Musik jetzt hier auch nicht. Aber hey. Immerhin gibt es jetzt die Möglichkeit, hier auf iPad aufzunehmen. So, gute Erziehung wird dafür sorgen, dass Jonathan bei allen Ereignissen besser abschneidet, wenn er älter wird. Das ist schön. Das können wir gut machen. Warum auch nicht? So, und jetzt werden wir erstmal das Outfit wechseln. Da hat sie so ein hässliches an. Nee, dann lieber das andere. Ja, naja, was soll's. Dann eine echte Herausforderung starten. Jetzt kann man nämlich hier noch Lieblingsbuch nochmal lesen. Jo, wir sitzen im Flur und lesen ihr Lieblingsbuch vor. Und sie sagt dabei nicht mal was. Also wir gucken es an und Luisa weiß einfach sofort, was drin steht. Jetzt haben wir das hier nämlich auch geschafft. Das nehmen wir mal mit. So. Ich habe übrigens die Räumlichkeiten ein bisschen aufgebessert. Also hier habe ich jetzt zwei hier so Teppich und sowas gekauft. Und ich habe die Yogamatte jetzt zum Beispiel hier hingestellt. Aber gerade in der Gastronomie habe ich, glaube ich, noch ein paar Sachen gekauft. Das ist so cool. Das Spiel backt ein bisschen rum nebenbei, aber hey. Es ist nicht ganz so extrem wie bei Daniel auf jeden Fall. Übrigens, ich habe fürs Yoga-Hobby hier noch diese Kerzen gekauft. Und dieses Ding hier, das wir eigentlich umstellen können. Ich wollte mal gucken, weil man kann hier das irgendwie auch aktivieren, habe ich irgendwo gelesen. Da bin ich doch gar nicht auf die Idee gekommen, da mal drauf zu klicken, ob das noch irgendwas anderes macht. Ja, es ist überhaupt nicht verbuggt oder so. Nein, es funktioniert einwandfrei, das Spiel. Umarmen. So, wir wollen ja gute Erziehung voll bekommen, bevor die älter werden. Gute Arbeit. Sehr schön. Perfekt. Sie wird bei allen Ereignissen sogar noch besser abschneiden, wenn sie älter wird.
Das ist schön. Sie hat, glaube ich, die grünen Augen von der Mutter geerbt und die Haarfarbe. Aber wir gucken mal. So, die Video-Ad werde ich jetzt nicht gucken. Ich gucke die eigentlich sonst immer, weil es so Simcash-Geld und sonst was geben kann. Das könnte praktisch sein, aber hey. Aber wir können es ja auch nicht anklicken. Sehe ich gerade. Also es ist sinnfrei. So, mit ihr ist es so. Wir haben jetzt ja das hier abgeschlossen und wir müssen jetzt noch eine kurze Übungseinheit am besten machen. So, sie hat, glaube ich, auch das Klöchen bereit, genau. Toilette ist bereit. So, das Kind wird jetzt einfach noch nebenher leben, das ist kein Problem. Ich würde gern bald den dritten Raum bauen. Ich überlege ja, ob wir hier den Abschnitt roden und dann hier noch so einen fetten Raum dran bauen. Und da vielleicht so ein Kinderzimmer für beide machen. Und hier diesen Raum, dass wir den kleiner machen. Ja, da können wir mal gucken, wie wir das machen. Dass der Flur dann weitergeht oder so. Und dass hier in dem Zimmer dann der Typ sein Zimmer hat, der Luis. So. Sie darf schon mal Energie sammeln. Ah, ich muss mich hier mal ein Tickchen bequemer hinsetzen. Ich wollte jetzt mal zu ihm gehen. Können wir nicht mal nachgucken. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die Stühle noch dazu gekauft. Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Dann möchte ich, dass sich das weiterdreht. So, habe ich jetzt hier diese Bilder noch dran gehangen. Hier hinten habe ich jetzt auch noch Bilder dran gehangen. Hier auch. Und vor allem habe ich halt angefangen, hier diese kleinen, hier so überall Servietten hinzustellen, ne, zum Beispiel. Und damit dann halt die Kochkarriere oder die Restaurantkarriere hier schnell vorbeigeht, weil das dann doch schon ein sehr, sehr großes Einsparnis ist. Das sieht man hier auch in der Karriere, je weiter wir das hier gebaut haben. Ne. Ich meine, ich habe ja hier auch angefangen gehabt, wie man sieht. Und das hat echt gut funktioniert. Ja, und bei ihm sind wir noch nicht ganz so weit. Aber ich habe überlegt, dass wir erstmal auf jeden Fall diese Stühle da vielleicht rausschaffen. So. Die sind nämlich irgendwie hässlich. Ich überlege nur gerade, wo wir sie hinpacken. Einfach hier. So. So, als ob das alles Wartezimmerbereich hier ist, ne? Dieser Teppich hier. Hallo, Teppich? Ich klick dich an, Teppich, ja. Nee, nicht den Tisch. Ist schon echt hässlich, ne? Oh, ich möchte gern die Wandfarbe ändern. Bitte, Spiel. Bitte erlaube mir das irgendwann. So, ich würde sagen, wir machen das hier mal so Eichefarben. Und den auch mal ein bisschen heller. Weil irgendwie, weiß ich nicht, das sieht dann so ein bisschen komisch aus hier. So, das sieht dreckig aus irgendwie. Wir machen das mal heller auf jeden Fall. So, hier gab es, glaube ich, auch nichts Gescheites, oder? Nee, leider nicht so. Ich würde mal den hier nehmen, weil der trotzdem noch ein bisschen nicht ganz so besudelt aussieht. Ich mache den Tisch da hinten gleich auch noch mal eine Oktave heller. Hallo, ich möchte gerne das Sofa anklicken. Ich mache gerade nichts. Okay, hallo. So. Im Hintergrund hört man vielleicht das Kaninchen ein bisschen, aber hey. So, dann werde ich die jetzt auch mal heller machen. So, dann sieht das hier nämlich schon mal ein Tickchen besser aus. Das wäre jetzt nicht die Schönheit des Jahrhunderts hier, aber hey. So, die Topfpflanze ist zwar auch sehr teuer, aber ne, was soll's. Wir werden jetzt mal das Wartezimmer damit säumen. Warum man auch immer so ein Wartezimmer hier hat. Aber wir haben's. So. Und das hier können wir jetzt nicht antatschen, oder was? Und den Teppich auch nicht? Doch, können wir. Aber es hilft nichts, es ist alles hässlich.
Wobei, das hier unten sah noch besser aus hier. Ich überlege gerade, ob wir den Teppich vielleicht tauschen. Wobei, was kostet denn ein zweiter Teppich? 1500 haben wir ja mal eben im Inventar. Ja, ist jetzt die Frage, moderner Bürostuhl. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen spielen. So, einmischen und schwatzen. Ist kein Problem. Ja, wir haben ja noch 10 Minuten. Wir müssen, glaube ich, sogar noch eine Party besuchen. Wir holen erstmal diese Belohnung hier ab. So, hier sind wir mit Isaiah hingegangen. So, Tylia, ASDF und Hanne. Ich würde sagen, wir wechseln mal schnell auf sie hier. Und besuchen die Party von Tylia. Und es ist leider nur ein etwas normaleres Haus, noch nicht ganz so weit gespielt. Aber was soll's. Wir geben erstmal ein paar Sticker. Jasmine, bitteschön. Freundlich vorstellen. Sonst haben wir aber auch keine Nachrichten großartig, ne? Sheeran, Gia, was hier alles vorbeikommt. Oder Sheeran. Wie man das auch immer alles benennen mag. So, du bist cool. Kami. Oder Kami-i. Man weiß es nicht. Wie hat sie geschafft, den Spiegel hier unter das Bild zu hängen? So, wir werfen mal Snacks. Das nimmt uns niemand übel. Auf Jasmine, Erik und Rico. Ist alles ganz normal, die Leute mit Snacks abzuwerfen. Das ist alltäglich. Und die applaudieren auch noch. Ja, wir werden mit Snacks abgeworfen. Dankeschön. Das macht uns nicht dreckig oder so. Und das stört uns überhaupt nicht. Nein. Saskia. Warte mal, der Typ heißt Saskia. Okay, das ist der erste Gender-Anders-Mensch, den ich hier treffe, wenn ich das so nennen darf. Alexa hatten wir noch nicht. Saskia. Warte mal. Saskia ist doch jemand anders. Geralt. Dann stand Saskia einfach nur genauso in Geralt. Ich muss manchmal ein bisschen eskalieren in diesem Spiel. So, ich merke, sobald man einen Sim mehr hat, man hat echt eine Menge mehr Aufwand als so schon. Aber hey. Ich überlege ja, ich würde gerne auf eine Party gehen mit Daniel und dass Luis sich einfach so richtig an Daniel ranmacht und wir den heiraten und sowas. Das wäre echt geil. So, Geralt, Jasmine und Kami. Aber ich weiß gar nicht, wie wir Kontakt zu Daniel, seinem Sim, herstellen sollen. Also sonst war Daniel ja immer in unserem Haus, ne? Der war einfach da, auch wenn es den nicht interessiert hat, dass gerade kein anderer da ist. Und der hat sich da einfach reingesetzt, ne? Und jetzt, wo ich den mal gebrauchen kann, wo ich meinen Typen mit dem verkuppeln will, nein, dann kommt der nicht mehr, ey. Der ahnt das, ich sag euch das. So cool. Eric Bentley. Hanne. Ich finde übrigens schade, dass man nicht an mehr Partys teilnehmen kann, sobald man einen Sim freigeschaltet hat. Geralt. Nickelby oder wie hieß der? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Nein, ich wollte ihn noch anklicken. Hallo, beeil dich mal, Spiel. Doch, Nickelby. Oder Nickelby? Nein, ich wollte doch fabelhaft klicken, egal. Bitte nicht aufhängen. Du hast WLAN, ja? So, dann haben wir dich zum Hobby, glaube ich, geschickt, ne? Genau. Dass du jetzt befördert wirst im Hobby, mal so nebenbei. So, jetzt gucke ich mal dorthin gehen, ob wir nicht zufällig irgendwie hier Kontakte knüpfen können. Luis hat genau 0 Kontakte. Das nächste Merkmal ist auch fast freigeschaltet. Filter, alle. Alle 4. Es wird nichts angezeigt. Ja, danke Spiel, danke schön. Ist kein Problem. Können wir denn irgendwie Profil, Haus ansehen? Nee, doch. Machen wir mal. Hat der was Neues?
eine Gitarre. Die hat der vorher schon. Aber das Baby. So. Ich würde ja gerne hierher fahren, aber das geht, glaube ich, nicht. Das finde ich schade. Man kann die Häuser zwar angucken, aber die Leute irgendwie nicht besuchen fahren anscheinend. So. Erstmal machen wir doch mal einen Haken. Ich komme gar nicht dazu, den ganzen Strom von den Leuten hier auszugeben. Das ist nur noch ein wildes Hin- und Hergeklicke irgendwann. Es ist jetzt nicht blöd oder so, ne? Also, das jetzt nicht, aber es ist schon etwas anstrengend. Naja, anstrengend kann man jetzt auch nicht sagen. So. Ich überlege jetzt echt, wie wir das mit dem Kinderzimmer machen. Weil das muss ich jetzt ja umbauen. Und ratet mal, wer vergessen hat, sein Handy auf lautlos zu stellen. Setu Bantasana. Standardpose. Okay, das ist die Standardpose. Das ist schön. Vielleicht können wir das Zimmer jetzt ja grün machen. Wir haben zwar unser anderes Zimmer grün, aber es ist irgendwie auch doof. Nee, ich will das doch nicht. Ich glaube, wir haben noch ein zweites Bett, oder? Mir kommt nämlich so die Idee, ob wir einfach hier noch ausbauen, hier den Garten, dass wir diesen Raum dahin ziehen und dass man das Schlafzimmer so abgrenzen könnte, dass es im Wohnzimmer ist. Aber auf der anderen Seite halbwegs gelenkig. Also auf der anderen Seite halbwegs gelenkig ist jetzt auch gut, ne? So das Yoga-Set. Ich will jetzt mal wissen, was diese Yogamatte kostet. Müssen wir jetzt mal gucken. Yoga. 1260. Ist ja mal eben bezahlt. Also jetzt nicht, da müssen wir einen Moment warten. Ich brauche jetzt mal einen freien Platz. Okay, dann gehen wir nochmal hier hin, weil ich mir gerne die Farben mal angucken möchte. Wow. Wobei das Schwarz-Weiße, das passt hier nicht schlecht rein, ne? Gut, aber wir brauchen noch ein bisschen Geld auf jeden Fall. Haben wir eigentlich zwei Kleinkinderbetten? Ich weiß gar nicht, ob ich ein zweites gekauft hatte. Nee, haben wir nicht. Dann hat sich das auch geklärt. Ich würde das sonst einfach erstmal rosa lassen, das Zimmer. Hallo, nein. Geh nicht entspannen für so und so viel Simoleons oder Simcash. So. Jetzt kann sie nämlich das Dehnungsass werden. Und das machen wir jetzt auch mit ihr. So. Müsste er nicht auch bald fertig sein? 2 Stunden. Was hatte er? 28 Minuten. Ja, das kriegen wir hin, weil der kommt dann nämlich auch auf Level 10, glaube ich. Wir sind nämlich kurz davor. Nee, doch nicht. Wir sind gerade erst Level 9 geworden. Gut zu wissen. Aber wir kommen nah dran. Fabelhaft. Eisen Farron. Es wäre geil, wenn da jetzt Farron steht. Stickerfehler. Ey, dass es sowas gibt in dem Spiel, ne? Geht gar nicht. Nein. An sich ist das Spiel wirklich schon toll gemacht. Hat zwar ein paar Minuspunkte verdient, aber jetzt wegen einem Stickerfehler jetzt nicht. So, ich sehe hier auch keinen Sim von Daniel rumlaufen, leider. Was ist das hier für eine? Weil dann könnte sich zumindest einer den Sim einladen und dann kann sich unser Luis da dran machen, aber das funktioniert leider auch nicht. So, Erwartungen senken. Machen wir jetzt mal. Ja, passt schon. Erwartung dämpfen. Dieser Wartebereich. Aber wir fangen ja auch langsam an, dass es schöner aussieht. Ich bin dann hier gespannt, weil ich möchte auf jeden Fall Agenturkarriere und hier die DJ-Karriere dann noch freischalten. Dass Luisa dann vielleicht Agentur macht und Jonathan dann die DJ-Karriere oder andersrum, wer weiß. Mal gucken. Da lassen wir uns überraschen oder so. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Und diese Folge damit eigentlich. Jetzt werde ich dir noch fleißig arbeiten schicken auf jeden Fall. So, der macht hier gleich die Standardschicht. Dafür gibt es nämlich jetzt auch gut Geld. Ja, und ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier dann die anderen noch ein bisschen den Strom verbrauche. Es ist so cool geworden hier, ne? Das sieht echt schön aus. Hier waren wir auch schon fleißig. Das ist halt echt gut, wenn man da mit den Karrieren anfängt. Da kommt man da ziemlich gut voran.
Also wenn man sie dann wieder machen muss. Naja, auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Übrigens, wollte ich ja mal gezeigt haben, mein Freundescode. Falls mich jemand noch adden möchte. Nicht, dass jetzt unsagbar viele dieses Let's Play gucken würden, aber wer mag, der darf. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.